6,40. Laber nicht. Ganz knapp 5,12. Ja, hab ich gewonnen, oder nicht? Nee. 5,15 habe ich dir gesagt. 3,17? Ja, wenn das einfach nicht mitten ins Gesicht war, ne? Wenn man nicht zerstört hat, war ja fast in der Hälfte dann. Oh. Wie der Ding ja hochgerannt. Als hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Was, ich meine, seit Einstein wissen wir ja, dass wir die Gesetze der Physik nicht in Gänze verstanden haben. Also das, also ganz ehrlich, so Gravitation und so. Rekordverdächtiger Run da hoch, ne? Titankampf Nummer 7. Kannst du mich ab jetzt Kraxel Schulz nennen? Denn meine Darbietung an der Mordwand, die war ähnlich spektakulär wie der letzte Kampf von Axel Schulz. Schwergewichtig. Ja, also ich hader immer noch wirklich mit meinem Aufstieg. Die Fehleranalyse ist gerade im Gang, ich glaube. Es waren die Kleinen. Du hast mit den Füßen zu viel Gewicht auf den Kleinen gehabt, nicht auf den Großen und nicht genug Power nach oben gehabt. Ja. Also es ist wirklich. Verliert dich auch die Moral, weißt du, wenn du dann merkst, so, du hast gerade das Tempo verloren und schaffst es eh nicht mehr in der Zeit, so, dann ist die Moral auch im Keller und dann fällst du im buchstäblichen Sinne. Ja, es ist auf jeden Fall krass, weil Jan, du hast ja noch gesagt, ausgerechnet jetzt klettern, ich will nicht den Titankampf verlieren mit einer Disziplin, die ich noch nie gemacht habe. Dabei hast du ja alle belogen, weil du ja seit 3 Jahren im Kletterverein bist. Man nennt dich ja auch Klaxel Rose. Ja, das stimmt, ich bin seit 3 Jahren hier Mitglied, eine Jahreskarte jeweils, hab die schwerste Wand ganz hinten mit der 90% Steigung, habe ich auch in 3 Minuten weggemacht. Aber war schön zu sehen, wie ihr euch erst noch gefreut habt, dass was gehen könnte. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend jetzt beim Titanenkampf. Wir haben gesagt Best of 7, das heißt, wer zuerst 4 gewinnt, es steht 3-3. Das heißt, der letzte Titanenkampf wird alles entscheiden. Es wird ein Fernsehereignis, das Geschichte schreiben wird. Und wir sind traurig. Habt ihr euch gerade gesagt, ich bin seit 3 Jahren hier? Natürlich. Das stimmt natürlich auch. Kommst du nochmal runter? Es kann, ist ein bisschen. Es ist tief, Alter. Es ist echt. Mindestens 4 Meter! Schnauze. Tja. An der Stelle möchte ich kurz mal was dazu sagen, wenn ich darf. Darf ich? Komm. Ich war eigentlich gerade dabei, so zu tun, als wenn das nie passiert wäre. Aber okay, wenn du gerne noch mal darüber reden möchtest, reden wir. Ja, ich denke, wir schicken den Zuhörern da draußen eine Erklärung. Ja. Folgendes. Das sieht jetzt so aus, als ob das gefaked ist, damit wir hier auf jeden Fall das spannend machen zum Ende des Finales. War es natürlich auch. Nee, es war halt tatsächlich nicht so. Ich bin da wirklich so schnell wie möglich hoch. Und ich hätte niemals im Leben, hätte ich gedacht, dass der Jan in 3 Minuten 17 das Ding da hochkrackelt. Der hätte niemand wirklich gehalten. Aber der ist da wirklich hochgezogen in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Muss man ihm auch mal lassen, ne? Er hat aber auch davon profitiert, dass wir zwei halt angefangen haben und er schon genau sehen konnte, welche Dinger da wir benutzt haben, um hochzuklettern. Und ich bin da nicht so. Also ich gebe ihm den Sieg, aber ich sag mal, wenn ich nicht als Erster gemusst hätte, wenn er vorgelegt hätte, wäre ich da hochgelaufen. Wie eine Rolltreppe. Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Da hätte man vieles anders gemacht. Ja, jetzt bleibt das, so das große Finale, da gibt es dann keine Ausreden mehr. Die letzte Disziplin können wir an der Stelle ruhig schon verraten. Ja, das ist nämlich Leichtathletik. Das Tolle an Leichtathletik ist, es bietet eine Vielzahl von Disziplinen, die man miteinander kombinieren kann. Zum Beispiel 100 Meter Lauf, Hürdenlauf, 8 Kilometer Lauf, Hochsprung, Weitsprung, Speerwurf, Kugelstoßen, Doping. Da gibt es also viele Sachen, die man einfach machen kann. Und wir werden das in einer ziemlich krassen Special-Aktion, wenn wir das dann mal abfeiern, das Finale, ne? Ja. Mobile Sexparty. Neue auch in ihrer Stadt. Ja, die kann man nämlich anrufen und dann bringen die auch noch Pizza mit. Und dann kommen die vorbei. Da muss ich keine Sorgen machen. Aber mit installierten Kameras, mit Internetzugang. Kann man gleich hochladen. So, jetzt kommt nämlich mein Fluggerät. Wie findest du mein Fluggerät? Toll. Mit Antenne. Toll. Und ich empfange gerade Signale, so ein Fernsehsignal. Legen wir das mal auf die Schirme, bitte.
So, meine Damen und Herren, hier, ich habe übrigens die perfekte Location für eine Sexparty, und zwar ist das hier das Gefängnis mit nur einer Tür. Das ist wirklich das Beste, was es gibt. Ich habe gewonnen. Außerdem haben wir jetzt nämlich Musik. Wir haben zu Gast, und da freuen wir uns ganz besonders drauf, die Keller Records. Mit du und ich. Oh. Yeah. Keller Records. Bei Giga. Ah. Du hast ein super Band. Und ein Millionenkonto. Ich habe super Fans. Und ein minus 100 Euro Konto. Du kannst dir alles leisten. Du hast ein Riesenhaus. Du kannst auf Sparten scheißen. Und dein Kinder auch. Ich habe Beats im Kreis mit meinem Rap. Durch diese Stadt. Ich kann auf alles scheißen. Und halte mein Rap immer perfekt im Takt. Du hast ne Schleimerfresse. Sie sitzt wie angegossen. Ich habe 20 Pässe. Und bin zu oft besoffen. Du hast es immer leicht, denn deine Klamotten sind alle aus Seide. Du chillst vor deinem Bombenteich und guckst du dem Pool auf die Seite. Ich chill in meinem Loch, mach gerne Beats und Rap. Die ganze Scheiße aus mir raus in einem Riesentrack. Du und ich, das ist das überkrasse Gegenteil. Es gibt nichts, was ich mit dir in meinem Leben teil. Du und ich, das ist das überkrasse Gegenteil. Denn es gibt einfach nichts, was ich mit dir in meinem Leben teil. Yeah. Okay. Okay. Was geht? Du bist so reich, dein Portemonnaie ist immer voll. Und du weißt, wie ich meine Mitte sein soll. Ach, kein Plan, mir ist die ganze Scheiße doch egal. Ich mache immer Hardy, dazu hängst du zu sehr an deiner Moral. Du arbeitest Tag und Nacht für deine Frau und für deine Villa. Nebenberuflich bin ich Rapper, mein Hauptberuf, der nennt sich Chiller. Ich lieg am Baggersee, du und der Karibik am Palmenstrand. Ich hab Wodka im Gepäck, du ein Sex on the Beach in der Hand. Du liegst in nem Maybach rum und wirst gefahren von deinem Chauffeur. Ich cruise mit nem Dreiergold, in dem ich Killer-Kassetten hör. Keine CD, kein MP3 und auch kein Soundsystem von Bose. Keine Scheine, kein Kohle, keine Kohle in der Hose. Du und ich, das ist das überkrasse Gegenteil. Es gibt nichts, was ich mit dir in meinem Leben teil. Du und ich, das ist das überkrasse Gegenteil. Denn es gibt einfach nichts, was ich mit dir in meinem Leben teil. Überhaupt nichts. Nein. Du hast keine Freunde, du bezahlst sie nach Tariflohn. Du weißt nicht, dass der Stecher deiner Frau in deinem Schrank wohnt. Er knallt deine Frau jeden Abend, weil du es nicht bringst. Und warum du irgendwann mal von der Brücke springst. Du bist ein Behinderter. Ich dreh jetzt durch, denn ich bin ein Psychopath. Ich bleib einfach locker und box mich dann nach oben. Währenddessen kommen deine Aktien runter wie von Drogen. Du bist auf nem anderen Level, du Penner, darfst jetzt gerne weinen. Ich will dir meine Adresse, schnapp deine Familie und zieh dir sie ein. Du musst dein Haus verkaufen und wir ziehen bei dir ein. Wir sehen dann endlich, wie es ist, ein Multimillionär zu sein. Yeah. Du und ich, das ist das überkrasse Gegenteil. Es gibt nichts, was ich mit dir in meinem Leben teil. Du und ich, das ist das überkrasse Gegenteil. Denn es gibt einfach nichts, was ich mit dir in meinem Leben teil. Das war's. Killer Records, du und ich. Yeah. Webseite war eingeblendet, da gibt's mehr Infos, da könnt ihr Jungs supporten. Ne? Ja. Aus Karlsruhe übrigens, habe ich vorhin noch drüber gequatscht. Da ist ja noch rapmäßig nicht so viel los, ne? Eigentlich überhaupt fast gar nichts. Ne? Aber da wird jetzt durch so ein kulturelles Förderprogramm werden auch in Karlsruhe jetzt Ghettos gebaut, damit da ein bisschen der Gangster-Rap ein bisschen krasser wird. Ich habe gehört, Mike Franz ist der Vorsitz. Ja, das stimmt. Und der vielleicht nächste Woche auch gar nicht hier. Denn nächste Woche gibt es eine neue Sendung mit ganz neuen Themen. Unter anderem... Lasst euch überraschen. Ja, das hat nämlich ein großer Spaß. Nochmal an euch Jungs. Viel Glück. Ja, danke. Und der KSC, dem drücke ich die Daumen. Ja. Für nächste Saison gegen Abstieg. Das ist ja ein Traum. Wenn die nochmal... Dass sie gegen Abstieg spielen. Nee, das... Vergiss, was ich gesagt habe. Gut. Schaltet nächste Woche. Wir freuen uns auf euch dann wieder mit fantastischen Themen und neuen Superhelden, musikalischen Gästen und einem Nils Bohmhoff in Bestform. Jetzt. Ja, wir haben schon alles gesagt. So, alles gesagt. Alles gesagt. Alles